Cześć, witam was serdecznie. Wojtek z tej strony. Tutaj jak zawsze język niemiecki. Tutaj w tym odcinku, deutsche Präpositionen, czyli niemieckie przyimki miejsca. No jak ja to zawsze lubię mówić, nie traćmy czasu, lecimy z koksem. On jest u mnie. Er ist bei mir. Er ist bei mir. Er ist bei mir. Jadę do domu po pracy. Ich fahre nach der Arbeit nach Hause. Ich fahre nach der Arbeit nach Hause. I jak słyszycie na koniec na Hause, to jest nach Hause, ale jak to mówicie tak płynnie, tak potocznie, to słychać jedno H. Ich fahre nach Hause. Na Hause. Można też powiedzieć, ich fahre nach Hause, ale tak to prawie, że nie będziecie tego słyszeli, tylko po prostu ich fahre nach Hause. Nach, na Hause. Ich fahre nach der Arbeit, po pracy na hause. Ona jedzie do pracy. Sie fährt zur Arbeit. Sie fährt zur Arbeit. Sie fährt zur Arbeit. Czekamy na autobus. Wir warten auf den Bus. Niektóre słowa, tak jak tutaj w tym przypadku, to jest czerwone, to tak troszeczkę inaczej zatonuje um, żebyście słyszeli o co chodzi, ale ogólnie powtarzam też dwa trzy razy, żebyście ja, całe zdanie w dobrym tempie słyszeli, raz wolniej, raz szybciej. Wir warten auf den bus. Wir warten auf den bus. Wir warten auf den bus. Ona pochodzi z Polski. Sie kommt aus Polen. Sie kommt aus Polen. Sie kommt aus Polen. Sie kommt aus Polen. On stoi przed drzwiami. Er steht vor der Tür. I jak ja lubię mówić, słuchajcie też melodię całego zdania, żeby to mniej więcej podobnie brzmiało, bo często Polacy też próbują, znaczy nie próbują tylko z, po prostu z, przez to, że mówią po polsku i tam się inaczej buduje zdania, mówią niemieckie zdanie polską melodią i to już wtedy, obojętnie jakby to wypowi wypowiadali, nie brzmi już po niemiecku. Książka leży na stole. Das Buch liegt auf dem Tisch. 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 Książka leży Das Buch liegt auf dem Tisch. Miasto w Ich wohne in der Stadt. Ich wohne in der Stadt. Ich wohne in der Stadt. Ona pracuje Sie arbeitet mit ihm zusammen. Sie arbeitet mit ihm zusammen sie arbeitet mit ihm zusammen. on park. er läuft durch den park. er läuft durch den park. er läuft durch den park. ich bin seit gestern hier. ich bin seit gestern hier. ja, du bist immer schützcharai. ich bin seit gestern hier. ona gradlanas. sie spielt für uns. sie spielt für uns. sie spielt für On Mikanabko Parko Er wohnt gegenüber dem Park. Er wohnt gegenüber dem Park. Er wohnt gegenüber dem Park. Park! Er wohnt gegenüber dem Park Ob das Vichy Nat Das Bild hängt über dem Sofa. Das Bild hängt über dem Sofa. Das Bild hängt über dem Sofa. wie der Sinim Dokina. Ich gehe mit ihm ins Kino. Ich gehe mit ihm ins Kino. Ich gehe mit ihm ins Kino. Onso jutra. Er bleibt bis morgen. Er bleibt bis morgen. Morgen, morgen. Morgen, morgen. Er bleibt bis morgen. Er bleibt bis morgen. Er bleibt bis morgen. Bleibt bis morgen. Wir reden über das Wetter. Wir reden über das Wetter. Und was macht ihr so? Ach ja, wir reden über das Wetter. Und ja, ja, heute ist, äh, ja, heute ist es bedeckt. Es regnet. Czyli jest äh, zachmurzone i pada. Wir reden über das Wetter. Mówimy, rozmawiamy o pogodzie. Ona stoi za mną. Sie steht hinter mir. I to może być tak i tak, że w sensie faktycznie stoi za mną, albo stoi äh, za mną słowem, czy czymkolwiek. Myślę, że wiecie o co chodzi. Sie steht hinter mir. Sie steht hinter mir. Das Auto parkt neben dem Haus. Neben Obok. Das Auto parkt neben dem Haus. Das Auto parkt neben dem Haus. Und Mieszka U. rodziców. Er wohnt bei seinen Eltern. Er wohnt bei seinen Eltern. Er wohnt bei seinen Eltern. Ide dolekaja. Ich gehe zum Arzt. Ich gehe zum Arzt. Ich gehe zum Arzt. Ona jedzie do Włoch. Sie reist nach Italien. Ja, pewnie, że można też powiedzieć, sie fährt nach Italien. Äh, ale w tym przypadku po prostu jedzie, w sensie, że robi podróż. Sie reist nach Italien. Sie reist nach Italien. Tu chodzi po prostu o to Słowo nach. On jedzie beze mnie. Er fährt ohne mich. Er fährt ohne mich. Er fährt ohne mich. Wir lernen seit zwei Jahren Deutsch. Wir lernen seit zwei Jahren Deutsch. Mit Wortek. Wir lernen seit zwei Jahren Deutsch. mój Mój ma dwa. Dwa lata? Ich nicht Aber nicht dwa? Möchte das noch nicht. Kiedy okay, zaczynałem? W marcu 2022. No, to so już ponad dwa. Przepraszam, tak, to w marcu będziem 3. Wow. Ona mieszka na obrzeżach miasta. Sie wohnt am Stadtrand. Sie wohnt am Stadtrand. Sie wohnt am Stadtrand. Wracam z pracy. Ich komme von der Arbeit. Ich komme von der Arbeit. Ich komme von der Arbeit. Er ist wegen des Unfalls zu spät. Er ist wegen des Unfalls zu spät. Er ist wegen des Unfalls zu spät. Sie arbeitet als Lehrerin. Sie arbeitet als Lehrerin. Sie arbeitet als Lehrerin. Lehrerin was weiß ich? Busfahrerin. Küchen oder ciebie. das Geschenk ist für dich. Das Geschenk ist für dich. Das Geschenk ist für dich wir laufen um den See. Wir laufen um den See. Wir laufen um den See und Po er fährt gegen den Strom. Er fährt gegen den Strom. Er fährt gegen den Strom. Jeżeli się dziwi, czemu płynie, nagle ja mówi fährt, czyli fahren, bei Niemiecki ist das geht schon gut, nie płyną. Fahren. Boot fahren. Nicht Boot schwimmen. Schwimmen, schwimmen. Ona przyjeżda pociągiem. Sie kommt mit dem Zug. Sie kommt mit dem Zug. Sie kommt mit dem Zug und mieszka w Berlinie od er wohnt seit einem Jahr in Berlin. Er wohnt seit einem Jahr in Berlin. Er wohnt seit einem Jahr in Berlin. Ich lese das Buch von meinem Freund. Ich lese das Buch von meinem Freund. Ich lese das Buch von meinem Freund. Toys brata. Das Auto ist von meinem Bruder. Das Auto ist von meinem Bruder. Das Auto ist von meinem Bruder. Spotek Michalus May. Wir treffen uns um acht Uhr. Wir treffen uns um acht Uhr. Wir treffen uns um acht Uhr. Stavir vazon nastole. Er stellt die Vase auf den Tisch. Er stellt die Vase auf den Tisch er stellt die vase auf den tisch. kuchni. sie sitzt in der küche. sie sitzt in der küche. sie sitzt in der küche. ich habe das geschenk von meiner mutter. ich habe das geschenk von meiner mutter. ich habe das geschenk von meiner mutter. er reist durch europa. er reist durch europa er reist durch europa, sie sitzt zwischen uns, sie sitzt zwischen uns, sie sitzt zwischen uns, ich warte an der haltestelle, ich warte an der haltestelle, ich warte an der haltestelle, und stoyypotzjevam er steht unter dem baum, er steht unter dem baum er steht unter dem baum. onap je sie kommt nach der schule. sie kommt nach der schule. sie kommt nach der schule. mir stamme da od centrum. wir wohnen weit weg vom zentrum. wir wohnen weit weg vom zentrum. wir wohnen weit weg vom zentrum. ono wie praze. er spricht über seinen job. oder er spricht über seine arbeit. Er spricht über seinen Job. Sie ist wegen des Staus zu spät. Sie ist wegen des Staus zu spät. Sie ist wegen des Staus zu spät. Michle Otobie, ich denke an dich. Ich denke an dich. Ich denke an dich. Bo über. Ich denke über dich. Ich denke an dich. und obok er sitzt neben mir. Er sitzt neben mir. Er sitzt direkt neben mir. Er sitzt neben mir. Sie arbeitet trotz des schlechten Wetters. Sie arbeitet trotz des schlechten Wetters. Z trotz Trots des Nie wiem, czy zauważyliście, ale tutaj były tak wmieszane różne poziomy czyli mogło być to A, B, może C. Tak chciałem po prostu zrobić. A teraz, jeżeli ty to może oglądałeś, czy oglądałaś, to po prostu sp spróbuj jeszcze raz ten filmik sobie puścić, ale tylko na słuchawkach, lub, lub po prostu, żeby tylko słuchać, aby samemu sprawdzić się, czy, czy sama byś to tak powiedziała, w sensie, że te, że te przyimki, czy, czy, byś, czy byś sam to miał w głowie. Auf, nach, über, bla, co tam wszystko było. Bo jak się to widzi, to to już się widzi, tym bardziej, że to słówko jest na czerwono. I co już mogę Wam powiedzieć, że ten tekst jednak jest za duży, nie mogę go wkleić w nie w komentarz, tylko w opis filmiku. Ostatnio raz musiałem kombinować i to ledwo co poszło, także niestety tego nie mogę e, wpisać w, e, w opis. No i na tym kończymy filmik. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Dziękuję za Wasze fenomenalne komentarze. Do następnego razu Wasz Wojtek.